So, damit begrüße ich ganz herzlich alle Zuschauer. Ja, gut. Alle Zuschauer ist jetzt gut gesagt, aber egal. Damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einem neuen OMSI-Editor-Livestream tatsächlich. Ja. Genau, von der Karte Landkreis Grüntal, wie sich natürlich versteht. Und ja, wir bauen heute wieder mal ein bisschen weiter. Und ja, sonst machen wir eigentlich nichts. Ja, das wird heute so der letzte Tag sein, wo ich für die nächsten 2 Wochen streame. Also heute ist der letzte Tag, bevor ich in Urlaub gehe. Und genau, da dachte ich mir, ja, komm, streamst du halt mal ein bisschen. Ist ja auch mal was ganz Feines. Also, ja, wie man sieht, habe ich hier ein kleines bisschen weitergebaut. Stehen geblieben waren wir, ich glaube, also das war noch nicht da und alles ab hier war noch nicht da. Ja, das habe ich auf jeden Fall hier gebaut. Und ja, mehr eigentlich auch nicht. Wie sieht es eigentlich in der Nacht hier aus? Ja, doch recht hell. So wie es sein soll. Genau, ich habe auch mal was Neues hier ausprobiert. Nämlich habe ich hier die Objekte in das, also so, dass es aussieht, als wären es Lichter. Das fand ich ganz cool und finde ich auch immer noch ganz cool. Sieht zwar auf den ersten Blick ein bisschen komisch aus, aber egal. So, was ich heute geplant habe, ist Folgendes. Hier kommt eine Haltestelle hin, also da. Hier. Auf diese Höhe ungefähr. Und ja, heißt, wir müssen die Vegetation hier erstmal ein bisschen, genau, reduzieren. So, machen wir das hier alles einfach mal auf 95. Dann passt es. 95. 95. 95. Und 95. Und mir fällt gerade auch was auf. Ich habe nämlich etwas vergessen. So. Ja, müssen wir hier erstmal so machen und dann fertig. So, was ist denn da hinten hier? Stimmt, da hatte ich ja diese Objekte hier platziert. So, bis hier, dann kommt da eine Haltestelle. So, jetzt möchte ich aber hier erstmal noch das Streaming-Overlay anmachen. So, zack. Ja, gut, 51, das stimmt nicht ganz. Das stimmt nicht ganz. Das sind eigentlich jetzt 52. Das müssen wir mal hier kurz. Richtigkeit muss sein, ne? Also von daher, das muss, ja. So, das dauert jetzt auch nicht lange. Das dauert vielleicht 1 bis 2 Minuten. Und dann hat sich das gegessen. Bin ich schon angemeldet? Ich glaube, die Seite hat ein kleines Update bekommen. Ich vermute es aber auch nur. So, ja, zulassen hier. Ja, aber gut, das ist ja okay. So. Dann werden wir hier einmal das Zack hier, das Goal, ja. Widget da, Zap. Goal. Wir sind bei 52. Machen wir Save. Widget. Widget saved. Ja, dann kann das hier zu. Dann muss ich das nur noch hier in OBS ändern. Suchen wir uns einfach mal machen wir einfach mal den Link hier, Steuerung C. Weg, okay. Und dann fügen wir das Ganze wieder hier ein. Steuerung V und wir haben da eine 52 stehen. So, so einfach. Ja, was ich hier machen möchte, das ist Folgendes. Wir gucken hier erstmal, wie viel Platz wir hier haben. Ob da hier überhaupt so ein großer Spline hinpasst. Nein, nicht Sternchen 90.
Oh Gott, was habe ich denn hier gemacht? Minus 45. Minus 45. 135 habe ich gemacht. So, ach, guck mal, das passt hier sogar. 3 Meter. So, jetzt muss ich mal hier gucken, haben wir hier irgendwo ein 3 Meter Spline? Zumindest was zu einer Bu. Ah, hier, Weg 8, 3 Meter. Es wird jetzt wahrscheinlich. Ja, ist der hier. Nein, das ist nicht ganz richtig. Weg 7, 3 Meter. Was ist das für ein Weg hier? Nee, der sieht jetzt auch nicht so schön aus. Ja, gut. Wie machen wir das denn? Ich habe eine Idee. Wir machen einen neuen Spline. Hallo? Danke. Vielen Dank, dass du auch mal lädst. So, brauchen wir einen Freiraum. Wir brauchen 1, 2, 3 und nochmal 1. Das hier ist dann 0. Löcher füllen. Aha. So. So ein Bussteig, der ist doch 0,3 hoch, bestimmt. 0,3. So, dann steht hier auch 0,3 hoch und das ist dann 2,5. Die Länge hier ist 0,2, dann haben wir hier noch, ja, Rechnen will gelernt sein, auf jeden Fall hier auch 0,2 und da machen wir dann 2,6. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, habe ich aber nicht, ist das hier jetzt alles fein. Ach, der hat es jetzt mit dem Absatz gemacht. Ja, nee, du, eigentlich nicht. Nur hier einfach mal auf Profiles klicken. Starthöhe, Endhöhe ist es der hier. Das könnte. Ist der hier, oder? Ja. Der muss weg. Hier machen wir 0, 0, 0, 0. So, und dann das hier. Nein. Das hier. So, da ist dann die. Jetzt weiß ich halt nicht, ob Statue, aber es müsste eigentlich Statue 0,3 sein. Zack. Ja, nee, du. Ach nee. Ach nee, das ist ja dumm. Das ist ja dumm, das so zu machen. Nee, lass mal hier. So, wir müssen den hier jetzt mal nötigen. Dann ist hier Endpunkt 5 und Endhöhe 2,5. So. Ja. Jetzt sieht man auch, was das so ungefähr werden soll. So in etwa. Ah nee, das ergibt eigentlich auch wenig Sinn. Wir machen Folgendes. Wir machen das jetzt schlauer. Ja. Ein Freiraum, ein Gehweg. Ein Gehweg, ein Gehweg, ein Freiraum. So. 0, 0,2, 2,6, 0,2, 0 Löcher füllen, erstellen. So, jetzt, na, nein, keine neue Spline. So, jetzt haben wir hier alles richtig gemacht. Jetzt brauchen wir hier Texturen. Haben wir hier denn irgendeine? Die Asphalt 10 sieht gut aus, die Asphalt 70 könnte man tendenziell nehmen, der Ausfalt nicht. Den Pflaster auch nicht. Nee, das sieht eigentlich alles irgendwie scheiße aus. Ja, das Dunkle hier auch nicht. Eine Wand. Oder dies hier. Weil bei dieser Textur, da funktioniert etwas nicht richtig. Wir gucken hier einfach mal bei anderen Splines. Hier alles von O3D. Darf man ja alles nutzen, wie man will. Man lustig ist, hier haben wir den Asphalt 70, gut. Den brauchen wir nicht. So. Dahlberg. Beton, Asphalt 20. Betontextur sieht halt auch gut aus. Oder Citaro 2, okay. Sie sieht auch ganz gut aus. Das ist jetzt so ein alter Bussteig, da kann eigentlich so eine Betontextur drauf.
Eigentlich. Oder die hier, die sieht auch wirklich schick aus. Ah, die ist dann doch eher. Ah, es ist so ein Betonding. Ja. So, jetzt brauchen wir wieder meinen Spline-Ordner. Und ja, das ist jetzt eigentlich egal, von wo wir das nehmen, von da oder von da. Nehmen halt von da. Vom grünen Streifen Street Side. So, brauchen wir Beton? Ja, das gucken wir jetzt einfach mal, wie das so aussieht und machen hier erster Gehweg auf dem zweiten Gehweg rauf. So, haben wir das da texturiert. Dann brauchen wir jetzt einmal nochmal Street Side. Machen wir Start ist hier. Machen das hier drauf auf diese Zwischendinger. So, Bereich Start da nehmen. Und auf den letzten hier und dann letztendlich noch hier Streetside-Bereich wählen. Hallo, hier Start, Ende nehmen. Da und einmal das letzte auch noch. Und dann sind wir dann auch schon mit der Spline fertig. Also, schnelle Geschichte eigentlich. Eigentlich. Wenn man halt weiß, wie das geht. Wenn man, ja, und auch wenn man schon viele Splines selber gemacht hat, dann ist das auch was anderes. So, das. Ach so, wir hätten auch Weg 9 3 Meter gehabt. Oh. Na, den hätten wir aber nicht so hoch machen können. Was nehmen wir da? Ein Bussteig. Ist dann der Bussteig. Ja, machen wir Bus. Steig. Ah, der kann eigentlich hier Bussteig 1 heißen. Ja, den brauchen wir eh nicht mehr. Speichern. Ja, möchte ich ersetzen. Ja, und dann laden wir das Ganze uns hier rein und dann haben wir Spline. So, der Moment der Wahrheit. Ah, bitte, sieht doch nicht schlecht aus. Ja, es sieht doch wirklich gut aus. Also, ja, gefällt mir. Gefällt mir. Rotation 135. So, jetzt ist das halt hier mit der Vegetation ein Problem, das wir aber in den Griff kriegen. So. Na bitte. Wer sagt's denn? Machen dann Z. Ah, ne, das hier noch nicht. Opala, ja gut. Delta H 0,1 auf 1. Jetzt können wir das vielleicht noch so machen. Ach so, ne, können wir nicht. Das vielleicht einigermaßen so aussieht. Ja gut, das sieht auch irgendwie behindert aus. Wobei, nee. Wir machen hier mal 0. Okay. Was denn jetzt? Achso, ich kann mich bei Discord eigentlich hier mal wieder so diesen hier machen. Ja, aber trotzdem. Jetzt immer noch. Was ist hier kaputt? Ah. Okay. Irgendwas hat ihm gerade nicht gefallen hier. Länge 0. 1. Ach, wahrscheinlich kommt Omsi hier. Ja gut, das könnte auch sein. Wäre logisch. Irgendwo nachvollziehbar. Das Ganze ist immer alles nachvollziehbar, Cedric. Ja, das kann sein. So, 1. Jetzt machen wir hier aber 0,1, weil 0,1 nach oben in die Höhe. Und noch so und dann, ja, wie lang ist so ein Gelenkbus? 18 Meter. Machen wir 18 Meter Steig. Ein bisschen kurz aus. Naja.
Es gibt Beta-Tester und ja, Eingabefehler. Die können das ja sagen. Und die haben halt momentan nichts zu testen, weil es halt nichts zu testen gibt. So, drei. Haben wir drei gemacht oder zwei? Drei. So, und schon haben wir hier einen schönen Bussteig. Zwar, das hier ist nicht so schön, aber. Ja, so, jetzt bauen wir dann hier einen Bordstein. Ach, Quatsch, nicht bei Objekten, bei Splines. Load, das habe ich auch genügend Bordsteine. Bordstein 0,2 Meter. Na bitte. Ist doch all. Ach so. Ja, gut. Dann müssen wir halt einen anderen Bordstein nehmen. BS Creative Streets hat ja auch welche. Sonstiges Backdrop Bordstein. Ist es Large? Ja, wir nehmen einfach mal Large. Large. Ach ja, das passt sogar einigermaßen. Also, ist ja nicht so schlimm. So, und dann können wir auch einfach so machen. Na bitte. Minus 0,002. Ah, ach so. Okay. Hä? Schwebt der hier aber? Ja, der schwebt. Ist der Bordstein vielleicht ein bisschen. Okay. Eins. Dann muss er drum aber auch theoretisch. Oder? Ja. Ja, gut, dann. Ach so, das war hier schon richtig. Wir müssen halt hier auf der anderen Seite nur ein bisschen weiter nach unten. So. Also 2,9. Ach so, nicht in der Länge. In der Höhe. Minus 0,1. So. 0,1. So. Jetzt ist das dann 3. Und, na bitte, wer sagt's denn? Wer sagt's denn hier? Vorbildlich, vorbildlich. So, das Ganze können wir zwar hier nicht machen, aber da kommt dann natürlich auch was hin. So, Hilfspfeile. So, das ist dann, ja, wie nennen wir es dann? Rotation 45, 135 minus 135. So, wie nennen wir die Haltestelle denn? Ja. Das ist ja da die Hauptstraße. Daher Hauptstraße. Oh, das Telefon klingelt. Sollte man eventuell rangehen. Bin gleich wieder da.
So, jetzt aber. Jetzt hoffentlich ohne Störung. So. So. Genau. Ja, die Haltestelle ist zwar ein bisschen unnötig, aber na gut. Das ist bei uns hier auch so, ja. Also ähnlich so. Jetzt brauchen wir einmal ein Haltestellenhaus. Das finden wir da. Nö. Dann finden wir das im anderen Dorf, also da drüben. Da drüben, da drüben, da drüben. So. Da habe ich das schon mal verbaut. Das kleine Haltestellenhäuschen. Nehme ich hier. So. Sehr schick. Sehr, sehr schick. So. Bin gerade wieder gegen mein Kabel gekommen. Oh, hier ist es ein Fehler. Ah, gut, nicht so schwerwiegend. So, jetzt dann mal wieder zur Baustelle. Also hier, da kommt ein Haltestellenhäuschen hin. Rotation 45. Ist auch geil. So zu wohnen. Z0,25. So. Na bitte. So und dann noch hier. 0,3. Und dann bitte in die 135 minus 135. So rumgedreht. So. Schick. Schick. So, jetzt möchte ich aber noch was machen. Und zwar benötigen wir dafür natürlich Musik. Weil ohne Musik ist langweilig. Deshalb Musik. So. Ah, stopp, das könnte jetzt. Ja, das könnte jetzt laut werden. Das machen wir so hier. So, Musik und wir, oh, sei still. Ja. Wollen wir jetzt, lassen wir im Raum stehen. Nee, aber wir brauchen hier OMSI, Hauptverzeichnis und Scenery Objects. Dann F-Feder, da. Jetzt müssen wir nur gucken hier. Ennepetal. Ja, die Marberg Fist 2. Wo haben wir die? Zeitungskasten, lol. Ach, hier sind die. Okay. Fist 2, Fist 3, Generik. Müssen wir halt dann noch suchen. Marwerk. Ja, gut. Was ist da drin? Ja, was ist es denn hier? Marberg Fis 3. Ah, na gut, hier steht's ja auch. Marberg Fis 2.
Genau, den müssen wir einmal kopieren hier. Dann neu, Ordner, Land, Kreis, Grüntal. Weil da darf man ja hier alles schön bei den Objekten, darf man ja verändern und es muss halt nur, oh, ja gut, das soll da raus, löschen. Und dann noch Texture, so. Gucken wir mal da rein. Gut. Ah. Was steht dann da hier? So. Dann machen wir das jetzt mal so und gucken. Ach so, nee. Wir gucken jetzt hier mal einfach, wie das hier so ist. Federobjekte. Das müsste hier, da Feder, Marbeck. Ach, ja, fürs 3 gut. Ein Schub mehrzeilig, so. Nee. Nein, nein, nein. So. Gut, hier steht dann das Logo. Ich muss davon eher so einen Eindruck bekommen. Add to Objects, so. Okay. Fahrplanhalter. Gut, die können ja so bleiben hier. Was ist, kann man hier? Ja, okay, die kann man auch in der Höhe verschieben. So, ja, dann fangen wir an. So. Einmal das Marberg muss hier einmal weg. So, weg damit. Über die Pipette. So. Haben wir das hier. Und machen. Klatschen wir einmal. Ja, jetzt brauche ich hier einmal neu. Eröffnen. Jetzt brauche ich nämlich die SWLG. Jetzt müssen wir halt gucken, wo wir das herkriegen. Schubo Südplane Texturen Landkreis Grüntal. Ach so, Objekte Landkreis Grüntal. Landkreis Grüntal Repaints. Gehikelt. Ja. Nehmen wir einfach mal von hier. So. Ja, wir brauchen nämlich einfach nur hier dieses Weinrot oder was das auch immer ist. So, als Basis. Und dann in Weiß. Weil Rot-Weiß sind halt die Verkehrsbetriebe. So. Ja, das Logo darf nicht allzu groß sein, glaube ich. Werden wir sehen einfach. Werden wir einfach sehen. So, jetzt brauchen wir hier Weiß. Mehr. Weiß. So. Ja, jetzt kann ich mir hier ein Logo für die SWLG ausdenken. So, also die Schrift, natürlich, SWLG. Oh. Das ist aber sehr verpixelt, ja. Machen wir so. Ah. So gefällt mir das doch. Dann können wir da auch noch rumspielen. Und zwar gibt es ja nicht nur sowas, sondern auch Formen.
Jetzt können wir hier so ein Ding machen. Hallo, gib mal das. Ah. Ja. Ach hier, okay. Gucken wir, ob wir das so irgendwie hinkriegen. So. Ah, nein, nein, nein. Wollte ich da vorne hier so ein was sind das hier nee, mach mal hier eine Form. Wo gibt es hier die Formen? Nein. Hallo WW Online, willkommen im Stream. Was ist das hier? Ja. Ja, also eigentlich müsste noch einer zuschauen, weil bei mir steht 2. Also du und noch jemand anderes. Ach so, hallo Adrian. Ja, wir bräuchten hier aber eine Form. Wie kann ich hier Formen einfügen? Manuel wüsste das. Also sieht das Logo eigentlich auch schon recht cool aus. So ein bisschen verpixelt. So. Wenn nicht, müssen wir einen Pfeil einfach zeichnen. So. Sieht ja hässlich aus hier. Oder wir machen es einfach so. So. Und so. Ja, bin ich mir sicher, dass wir das Ziel bis 2020 schaffen. Anna, bitte, wie sieht es hier aus? Okay, das mit dem Fall sieht vielleicht nicht so schön aus, aber ich bin auch zuversichtlich, dass wir das bis 2020 schaffen, unser kleines Abonnenten-Ziel. Ja. Nee, das gefällt mir noch nicht so mit der Linie, ja. Weg, 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 weg. Ah, nein, 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 nicht den Text. Der soll bitte noch bleiben. Wie viel wird in den Ferien gestreamt? Ja, etwas weniger, das ist richtig, Nils. Also ich werde nicht allzu viel streamen, weil Zeit. Da ich ja auch wegfahre. Ne, von daher. Genau. Ich weiß halt nicht, inwieweit Manuel vorhat zu streamen, aber genau. Es sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, was ich hier zaubere. Also nee, das muss hier so bleiben. So. Ach komm, das kann man doch so nehmen. Ah, wobei, es gefällt mir immer noch nicht. So. Das mit den Linien gefällt mir nicht. Weg, weg, weg. Nein, das war hier wieder zu viel. Ah, das mit dem Text. Datei speichern einfach hier. Speichern. Ja, speichern. Danke. So, jetzt brauchen wir wieder hier die Pipette, nehmen die Farbe und machen ein, öffnen eine neue Textur. In dem Ordner. Texture, so. Ja, hier müssen wir jetzt schon etwas vorsichtiger sein. Ah,
Abo. Vielen Dank für dein Abo. Der Name, das war jetzt gerade viel zu schnell. Ich konnte es nicht ganz lesen. Aber vielen Dank für dein Abo, Adrian. Ach Quatsch, wir müssen das hier so machen. Nö. Ja gut, es wird jetzt hier ein bisschen Arbeit, aber naja. Kann ja auch nichts machen. So, dann öffnen wir das einmal nochmal. Genau. Kopieren uns das hier raus. Zack. Steuerung C. Machen einmal Datei, neu. Okay, einfügen und ja. Machen einmal Farbeimer und so. So und so und zack, nein, so, zack. Ich muss es doch jetzt aber hier nicht so. Nein, das können wir doch ganz einfach hier machen. So, so, so. Und dann multiplizieren wir. Multiplizieren. Dann machen wir das auf der zweiten Ebene rot. Machen wir hier jetzt wieder die Pipette, machen so. Ja, gut. Nee, wir machen das schlau. So. Wir machen das hier jetzt ausnahmsweise mal schlau. So. Gehen wir einfach mal ins Internet hier. Haltestellensymbol. So. Na bitte, ja, da haben wir doch ein paar Bilder, die doch verwendbar sind. Hier 1000 mal 1000, 2000 mal 2000. Wir nehmen einfach mal was Hochauflösendes. Ja, das können wir sogar hier neben Grafik kopieren. Machen wir Steuerung V und Leinwandgröße beibehalten. Sieht jetzt zwar hier ein bisschen komisch, ja. Auswahl. Weil es sehr groß ist. Aber stopp mal, das darf nicht so sein. Wir brauchen noch eine Ebene, das muss da drüber sein. Ja, genau. So. So. Na bitte. Das sieht doch so gut aus. Datei. Speichern. Mal gucken, was das für eine Textur Typ ist. Nicht DDS. Nein, das auch nicht. TGA auch nicht. BMP nicht. PNG. Ja. Okay, zusammenfassen.
So. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, können wir hier einfach auf Load Directory klicken. Ja, bis dann, Nils. Nö, wir müssen davor noch was machen. Texture. Ah, er hat sowas direkt das Richtige gemacht hier. Jetzt müssen wir das Langweilige machen. Also so mehr oder weniger Langweilige. Wir gucken uns das aber hier mal bei anderen Karten an. Baumgarten. Alheim. Ja. Ah, okay. Okay, gut. Dann einfach nur den Kartenname. 3 Landkreis Grüntal mit UE. Störung, können wir hier einfach so. Störung C. Speichern zu. So. V. Nee, machen wir kurz hier. Speichern. Empty. Steuerung V. Oh. Eine 3 zu viel. Speichern. V. Speichern. Zu. V. Speichern zu. V. Speichern zu. V. Speichern zu. Ah ja. V speichern zu. V speichern zu. V speichern zu. So. V, da kommt dann aber nicht 2, sondern 3 hin. Machen wir hier Steuerung C weg und nein speichern weg 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 V Mann. Die 3 sollst du. 3. Speichern zu. Speichern. Also einfügen. Speichern zu. Einfügen. Speichern und zu. Einfügen, speichern zu. Einfügen, speichern zu. Einfügen, speichern und nochmal zu. Dann jetzt die letzten. Einfügen, speichern zu. Einfügen, speichern zu. Jetzt noch die letzten beiden. Die allerletzten. Speichern zu. Einfügen und so. Das letzte. Weg. 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 So.
Jetzt gucken wir bei Skript. Model. Ja, das. Oh nein, hat er jetzt nicht gemacht. Ja, das war sehr große Klasse. Nein. Verkackt. Verkackt einfach. Ja, wir haben es ins Falsche gemacht. Machen ist aber halb so schlimm. Darum C. Ich wundere mich da auch noch, warum da die ganze Zeit Alheim steht. Darum V. Ja, alles ersetzen. So. Ja, damit Omisi uns auch nicht um die Ohren fliegt, müssen wir hier nach Marberg suchen. F. Feder. Oh nö, wir gucken einmal bei der Karte Alheim. 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 Scenery Objects. Feder. Den Ordner müssen wir uns einmal jetzt nochmal kopieren. Und dann hier bei Feders Objekte halt einfach einfügen. So. Und jetzt, wenn wir alles richtig gemacht haben, sollte es auch funktionieren. Feder da. Landkreis Grüntal, Marberg FIS 2. So. Ah, gut. So. Sieht doch schon mal ganz anständig aus. Oh. Ja, das ist falsch rum. Mal hier jetzt was beschriften. Hauptstraße. Ah gut, die Schrift kann man doch recht schwer lesen. Ja, das war natürlich toll. Ha, ja, habe ich super gemacht. Das muss man doch einfach sagen. Kann man nicht anders sagen. Ganz ehrlich. War das blöd? Landkreis Grüntal, FIS 2, Texture. Also, was wir auf jeden Fall jetzt erstmal machen, ist einmal die Textur hier heller machen. Aber sie nochmal gucken kann hier. Basis. Wie das denn hier mit dem Logo aussieht. Ja, doch, das geht. Ja, aber das ist ein bisschen viel zu dunkel, weil man kann die Schrift nicht gescheit lesen. Es muss noch heller. Da ist es schon doch relativ hell, aber na gut. Mehr, ein bisschen heller. Ach Quatsch. So, nach unten. Nö, wir müssen hier noch multiplizieren. Nein, keine neue Ebene. Keine neue Ebene. Multiplizieren. So. Jetzt. So. So. Ach so, wir können es nur dunkler machen. Oh. Ja, gut, anders reingeschissen.
Na gut, dann haben wir noch ein paar Sachen zu regeln. Einmal, das hier ist falsch rum, warum auch immer. Lässt sich aber auch leicht regeln. Theoretisch müsste es ja dann richtig rum sein. Hallo Max. Willkommen im Stream. So. Ist aber so oder so kacke, weil wir brauchen hier erstmal ein helleres Ding. Ja, wo haben wir es hier? Marbeck fürs 2. Kopieren uns jetzt mal Texture. Nehmen Landkreis Grüntau und machen einmal Steuerung V. So, das eben Ziel ersetzen, das ist richtig. So, ja, da ist es nämlich auch so. Gut. War meine Schuld. Mir geht's gut, Max. Danke der Nachfrage. So, jetzt wissen, was das hier ist. Ah, wissen vielleicht, was hier die Schrift ist. Dann müssen wir halt einmal mal in die. Nee, nicht in die Skripts. Ja, also erstens, streamen tue ich schon seit einer Stunde, also seit um 3. Ja, 10 vor 3 ungefähr. Und bis wann werde ich streamen? Jetzt wahrscheinlich noch 20 Minuten. So. Attach, bla, nee, Attachments Ding. Ja, Mesh. Ah nee, das ist ja die Basis. Nee, 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 nee. Wir müssen ja gucken, Einschub. Wo haben wir hier den Einschub? Empty, Base Long, Head. Ja, wird wahrscheinlich empty sein, oder? Einschub leer, so. Ja, gut. Ist da halt die Frage. Ja, nee, das hilft uns hier nicht weiter. Ja, dann ändern wir halt einfach hier nur unser Logo und so. Da hat die SWLG halt einfach alte Haltestellenschilder. Und hat dann halt einfach das neue Logo raufgeklatscht und fertig. Ja. So. So. Und aus. Ja, genau. Nein. Adrian, du darfst keine Eigenwerbung machen. Das macht man nicht, weil Eigenwerbung scheiße ist. Datei öffnen. Jetzt brauchen wir hier bitte mal nochmal. Ja, bis gleich, Max. Dann wechsel mal. Hallo Rick 13. Willkommen im Stream. Oder eher Rico. Ja, das stimmt. Endlich Ferien. Ja. Ach. Lernen. Lesen. Ja, eigentlich ist Ferien eher so nix machen für Schule, aber naja, das verstehen irgendwie alle, tun irgendwie alle missverstehen, ja. Ach nee, das wollte ich doch gar nicht hier machen. Ja, hab ich ja, Rico. Also Adrian, generell mache ich Werbung, wenn ich das für gut halte. Naja, so halb. Ja, eigentlich mache ich keine Werbung. Oh, wo haben wir jetzt den Solaris Urbino BVG da? Ja, dann kannst du froh sein, Adrian, dass du schon auf Seite 18 bist.
Dann kannst du dich glücklich schätzen. Ja, habe ich, Adrian. Ich habe schon auf deinem Kanal vorbeigeschaut. Zwar bin ich nicht so aktiv, aber ich habe auf jeden Fall schon reingeschaut. So, SWLG. SWLG, wo haben wir jetzt hier? SWLG, da haben wir SWLG. So. Zack. Fertig. So. So, jetzt hier, zack, zack. Kann, nein, Text. Der wird dann hier, nein. SWLG. Ist gleich und noch ein ist gleich. So. Ja, Rico, du hast noch nicht mal angefangen. Du hast es auch. Aber ich habe ausgerechnet, wenn du jeden Tag 22 Seiten liest, dann bist du in den Ferien durch. So, Datei speichern. So, fertig. So, Schluss aus. Mehr machen wir da auch nicht. So. Basis. Ja, gut, das muss noch ein bisschen höher. Kriegen wir hin. Ja, Adrian, das ist eine gute Frage, ob wir einen Insta-Channel haben. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, wir wollten mal einen erstellen, aber haben wir bisher noch nicht gemacht. Ich glaube, Manuel wollte mal einen erstellen. Aber ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, ja. So. CV. Machen wir so hier. Ach Quatsch, zack, so. So, besser. Datei, Datei, speichern. Okay, so. Jetzt gucken. Nee, wir machen einen selber. Ein Insta-Channel. Würden wir doch gerne selber machen. So, vielleicht könnte es sogar noch ein bisschen größer. Könnte noch ein bisschen größer, weil man es nicht lesen kann. Würde ich sagen. CV machen wir hier. Es wird zwar jetzt so ein bisschen unscharf, aber naja. Speichern. So. Nee, Insta möchten wir gerne selber machen. Ah, trotzdem. Danke für das Angebot. Z0,3. So. Müssen wir das hier noch gescheit drehen? 45. Ja, nee. Ja, schön. Haben wir eigene Haltestellenschilder. Wobei, das Rote hat mir irgendwie auch gut gefallen, aber. Wenn das halt nicht geht, dann können wir halt auch nichts machen, ja? Wir brauchen mal einen mehrzeiligen Einschub hier.
Oder wie unterscheiden die sich denn von... Ah, gar nicht. Mehrzeilig. Ist denn hier das FIS3? Ah, ja, das ist schon viel besser. Ey, dann brauchen wir einmal einen mehrzeiligen Einschub. Machen Attach. Hallo? Machen Attach. Danke. So. Machen dann so. Machen dann nochmal Attach. Machen dann hier eins. So. Machen dann Kopf. Nein, to Object. Attach und dann auf die 2. So, einmal. Haltestellenname ist die Hauptstraße. Oh, da fehlt ein T. Hauptstraße. Ja, schön. Ja, das sieht sogar recht gut aus hier. Mit der SWLG. Ja, die darf sich hier auch verewigen. So. Ja, das eine, das müsste dann die Linie sein. Wir gucken einfach mal 1 und 2 und gucken einfach, was ist. Ah, okay, gut. 1 ist dann die Linie. Das wäre dann einmal die 204 nach Grüntal Hauptbahnhof. So. Welche Linie fährt hier noch lang? Als KI fährt hier noch die Linie. Ja. Also der Schulbus fährt noch lang. Schulbus. Ah, ich glaube, der wird so nicht dahin geschrieben. Ich glaube, der Schulbus steht nie so dran. Ich glaube, das passt auch gar nicht so hin. Nö. Passen nämlich nur 4 Dinger hin. Ja, machen wir einfach mal 295 nach. Keine Ahnung. Nö. Groß. Gro nach Großkreuz. Großkreuz, der Ort heißt Kreuz. So. Großkreuz. Machen wir mal hier auch, ja, bitte. So, einen Schub mehrzeilig machen wir. 1, 2, 3. Oh, ist dann Hauptstraße. Oh, da fehlt ein A. Dann wäre dann hier einmal die 204 nach. Bamberg. Hauptbahnhof. Und die 295 nach. Wie nennen wir den Ort? Ja, wie nennen wir den Ort? Kleinkreuz. Kleinkreuz.
Wobei, nee, das müsste ja dann. Nein, 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 nein. Irgendein Name. Ah, ich hab mir ja. Ah, stimmt, ich hab mir ja hier Namen aufgeschrieben, das dann. Ah ja, nennen wir das einfach so. So. Na bitte. Haben wir es doch. Ja. So. Dann brauchen wir hier noch ein bisschen Straßenmarkierung. Wäre vielleicht ganz gut. Nein. Da bitte. BS Creative Streets. Markierungen. Markierungen da. Bus lang einmal. Weil nee, die Markierung sieht nicht so cool aus. Ich habe hier eine andere Markierung. Hallo Manuel. Ich bin im Discord. Du kannst auch gerne herkommen. Aber die Frage ist halt, ob sich das jetzt für die 5 Minuten, die ich noch gerne machen möchte, ja, lohnt. Ist ja so eine Sache. Machen möchten und noch machen. Ja. Bei mir können ja ganz schnell mal aus 5 Minuten 10 Minuten werden. Oder so. So. Bus. Nee, einmal zu viel Bus. So. Sieht auch schon besser aus. 135 und 5. So, guck mal, Manuel, was wir hier jetzt haben. Eigene Haltestellenschilder. Ist das nicht cool? So, jetzt kommen wir auch mal zu dem hier, was ich, ja, mal wobei. Ne, ist eine coole Sache. Haltestellenhaus umtauschen. Ja, nee, das ist falsche Richtung. So. Fis 2 mittig Basis, so ungefähr. Ah. So. Und dann ein Schub mehrzeilig. So. 204 nach Grüntal Hauptbahnhof. Und dann jetzt noch hier Kopf. Oh nein. Nicht to spline, to object. 1. So. Und das ist jetzt Buchheimkirche, genau. Heim, Komma, et Kirche. Ja. So. Einmal auch hier austauschen. Gegen das andere Haltestellenhaus, was ich schöner finde, muss ich sagen. Nein. Das da. 135. Oh. Ja, das ist hier ein bisschen, ne. Ja, gute Mapbau, ja. So. Dann Marbergquist 3, Kopf.
Wahrscheinlich auch drei. Oh, nee. Ah, nee, das ist ja der Kopf. Wir brauchen die Basis. Machen wir mal vier. Dann wollen wir es haben. Jetzt machen wir den Manuel-Blick, ja, und gucken, ob das hier schwebt. Ja, es schwebt. 3,5, 3,6, 3,7, 3,5. Ja, das wäre nämlich ordentlich geschwebt. Ja, da hätte der Manuel dann wieder gesagt, Fehler. Deshalb der Manuel-Blick, weil der achtet darauf. Ich meine, gut, wenn man hier so steht und es hier oben irgendwo schwebt, das fällt auch mir auf, ja. Aber Manuel achtet da noch ein bisschen, ja, der achtet da noch ein bisschen genauer drauf, ja, das ist halt so. So. So, was muss hier auch dran? Fahrplan, damit die Leute auch Bescheid wissen. Hallo? Hier, ich möchte gerne mal. Ah. Endlich. Dieses Objekt hier dran. Ja, gut. Vielleicht so, dass es gesehen wird. 90. Oh. Ja, das können die auch so sehen. Ja, wenn man hier so. Ah, gut, nee, wir drehen das hier. Einmal um 135. Nein. Nein. Minus 135. Ja, endlich Ferien. Von denen ich tatsächlich nicht so viel mitbekomme. Ball weg. Einschub mehrzeilig. Dann brauchen wir noch einen Kopf, weil sonst hat es halt keinen Kopf. Und eins. Das dann hier Buchheim, Komma, Kirche. Et muss dann noch hin. So. Dann kommt hier noch hin 204 nach Bamberg. Hauptbahnhof. So. Ja. Hier braucht auch ein Fahrplan Dingens, Fahrplanhalter, so heißt das. Oh. Ja gut, den müssen wir da jetzt wohl so ranbasteln. Eins, zwei. 1,5. Ja. So geht das. Dann jetzt hier noch mal, da geht es auch nicht. Dann haben wir hier Rotation 45, 135, minus 135 eben. Minus 45, ja, 1,5. So, bitte. Ja, jetzt haben wir zwar nicht so viel gemacht, aber egal. Ja, Texturen laden ist schwer, ich weiß um sie. Aber du musst doch deswegen jetzt nicht eingehen, ja? Danke. So. Da vorne kommt dann auch noch mal eine Haltestelle.
80, 50, 40. Ja. 10, 10, 30, minus 10. So, jetzt müssen wir halt jetzt gucken hier, wie. War auf jeden Fall zu viel. War auch zu viel, machen wir. Hey, war da halt noch ein Komma 5 dran? Ein Komma 5, 5, Komma 6. 0,7. Ja. So, Haltestelle wird 18 Meter, weil muss ja auch Gelenkbus ordentlich reinpassen. Und dann Radius 10, minus 10, minus 10. 31,7. Hier jetzt wieder 10. So. Ja, wer sie jetzt fragt, was das soll, das da parken Autos. Also es hat hier schon alles seine Richtigkeit. Wobei, nee, da soll ja eine Kreuzung, da dürfen dann keine Autos parken. Echt? Findest du die ohne Graffiti besser, Manuel? Schäm dich. Die sind doch schön. Schäm dich. So, hiermit können wir jetzt was Lustiges machen. Ja, eigentlich wollte ich jetzt schon ausmachen, aber wir haben auch noch Zeit. Ein kleines bisschen. Ich will das jetzt halt fertig machen, und sonst bin ich unglücklich. So, Radius 5, 4, 5, 10, 4. Ja. Sehr interessant, was du da von dir gibst, Cedric. So, und dann geht das ein bisschen stärker. 4, 90, 1, 2, 5, 90 ist zu viel. 4,8 und 90 ist immer noch zu viel. Ah, wobei, wir machen ja nochmal 10. 4,7 und 90 könnte passen, tut es aber nicht. 6,5 und 90. So. Zwei, fünf. Ach komm. Ja, das ist hier jetzt ein bisschen blöd. So passt es immer noch nicht. Ja, so passt das. 1, 2, 2, 3. So. Jetzt haben wir eins schöne Kreuzung. Und eine schöne Bushaltestelle, muss ich gestehen. So. Die kriegt, wie ist sie dann breit genug überhaupt? Das wäre jetzt vielleicht ungünstig. Wenn die jetzt nicht breit genug wäre. Können wir einfach hier, wir haben hier schon eine Static Vehicle. Oh, 400 Höhen. Ah, hier Static Vehicle.
Gucken wir einfach mal, ob das SWLG hier einfach. Nö, das ist falsch. Ja. Einen schönen O45. Ach, passt ja super. So, also können wir nehmen. Jetzt habe ich hier ja eine schöne Textur gesehen. Machen wir einfach hier mal jetzt Fahrstreifen. 3 Meter. Texture. Jetzt muss ich halt gucken. Ich glaube, das war hier. Ja. Exportieren, Terrasplein, Autorname, das bin ich. So, Terrasplein. Asphalt 20, 4 Meter. So. Immer die Haltestelle fertig haben. Ja. Mann! Ich will weitermachen, weil das so Spaß macht. Asphalt 20. Na, passt gerade so. Minus 0,001. Minus 2. Ja, gut. 18. 18. 20. 22. 30. 32. 33. 32. Das sieht doch schick aus. So. Dann müssen wir hier nochmal den Gehweg nehmen. Drei. Oh. Jetzt das da, Zebrastreifen, Latsch. Oh, nö. Bisschen zu groß der Zebrastreifen. Nö, das war falsch. Das. Nehmen wir mal Medium. Ja. Könnte man das machen. Minus 0,001 5 6 machen wir 4. Ah nee, komm. Können wir auch 0. So, GX. So. Der ist 6 Meter. Schade. 6,1. 6,2. So. Passt. Schön. Dann brauchen wir jetzt noch mal etwas, was wir da genutzt haben. Naja, aber um nochmal auf die Haltestellenhäuser zurückzukommen, jeder hat seinen anderen Geschmack. Einen anderen Geschmack. Also von daher, dem einen gefallen die mit Graffiti besser, dem anderen ohne. Dann bist du einfach nicht der Graffiti-Typ, Manuel. Minus 0,001.
3, 2, 3, 2,2, 2,5, 2,7, 3, 8. Also 2,8. 5. Oh. Ich glaube, da ist ein kleiner Fehler. Minus 0,01. So. Da war ein kleiner Fehler. Stimmt. Ah, passt. Z minus 0,011 ein. So. So, perfekt. Dann brauchen wir jetzt halt nur noch die Busdingens. Markierung, bla. Diese hier und dann. Ja. So. Minus 90. Und nur 5. So. Können wir hier gerade eine neue Kachel machen. Create new tile. Aha. Aber ich finde das Graffiti schön. Das sieht nicht so hingeklatscht aus, finde ich. Das widerspricht sich jetzt zwar, aber es sieht doch überhaupt nicht hingeklatscht aus. Also bitte. So. Wie kannst du sowas nur sagen, Manuel? Nein, die Textur sieht scheiße aus. Also nicht scheiße, aber die nehmen wir nicht. So, 5. 5. 5 minus 5. Alles klar. Warum ist da 5 weniger als da? 4, 3. 90. Oder wir machen einfach so. 0. Ah. Ah, das erklärt natürlich einiges. Zwanzig, dreißig. Dreißig Komma null eins, fünf. So, so, so weg und weg und dann können wir einfach so und so. Ha! Und schon sieht es gut aus, ja? Ah, da würde ich dann doch hier den Landstraßenspline nehmen, der da war. So. Ist zwar keine Landstraße, aber gut. Für so eine Nebenstraße ist aber, finde ich, ein sehr verändernder Dingens, bla. Interessant, Cedric. Was ist denn ein Dingens, bla? Dann nehmen wir das einfach hier nur als Platzhalter. Weil so breit ist der Spline ja eh, so.
So. Ah, komm, den brauchen wir eigentlich nicht. So, wir brauchen eher hier das da. So. 20, 20. So. Minus 90, 90. Für eine 3 Meter Haltebucht sollte ein Bus eigentlich reinpassen. Sag ich doch, passt rein. Nein. Das da. Oh. Ja, gut. Schauen wir jetzt eh nochmal, weil wir unseren Platzhalter schon haben. So. Es sieht zwar ein bisschen komisch aus, das muss es aber. Oder wobei, nee, wir können mal das hier versuchen. Nö. 3. Ja. Das war natürlich klar. 1, 2, 3, 3,2, 3,5. Ja, ich weiß auch nicht, wer die erstellt hat, Manuel. Ich komme nicht drauf. Wer das nur gemacht haben könnte. Warum war das jetzt klar? Ah. So geht's auch. So. Den brauchen wir nimmer. Es sieht immer noch komisch aus, aber hier soll halt eine Haltestelle hin. So. Machen wir hier 18, weil 18 Meter Bus und so. 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 Dann machen wir halt einfach so. So. Und jetzt gucken wir. 10 und 30 hatten wir, glaube ich. Halb. Ja, fast. So passt das. Stimmt's, Manuel, es wird Suppe gegessen. Ja. Der ist schlecht. Ich weiß, aber lustig. So. Nehmen wir das hier einfach, weil das schön aussieht. Ja, da ist eine kleine, wo ist eine Lücke? Wo ist da eine Lücke, Manuel? Könntest du mir das vielleicht erklären, mich darüber aufklären, wo da eine Lücke sein soll? Minus 0,001.
Manuel, das macht mich nicht baff. Ah ja, lustiger Witz. Aber echt lustig. Wirklich. Sehr witzig. Du weißt, du hast gehört, wie ich gelacht habe. So. Ah, jetzt muss ich aber wirklich los. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, ja. Es geht vielleicht weiter, wenn ich dann wieder zurück bin. Das könnte jetzt aber vielleicht 1 Stunde bis 2 Stunden dauern. Also, ich weiß, das Ende ist jetzt ein bisschen abrupt, aber ja. Das ist halt so. Ja, und genau. Von daher würde ich sagen, schönen Tag noch und eventuell, ja, zurück vom Gitarrenunterricht, Manuel. Könnte sein, dass ich heute noch streame, allerdings weiß ich noch nicht ab wann. Vielleicht ab um 8, also dann, ich weiß noch nicht. Ihr werdet es, denke ich mal, sehen. Also alle, die abonniert haben, kriegen eh eine Nachricht. Von daher, genau. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis gleich. Also, ja. Ihr wisst, was ich meine. Also, genau.